Wauw, hoe er zo in die landschap dan. Hoi samen, dat is de Baschkräftmecke. Heute gehen wir miteinander im Karstgebiet Höhleneingänge suchen. Wird sicher spannend. Wenn wir es finden. Ich habe mir hier für wenig Geld ein neues Spielzeug gepostet, ein sogenanntes Altimeter. Das ist ein Höhenmesser, deutsch. Jetzt als erstes müssen wir mal an einen Ort, wo eine Höhenangabe hat, und müssen das kalibrieren. Machen wir es aus und stellen den Ring auf die richtige Höhe. So, jetzt sind wir voll parat. Das Gerät basiert übrigens auf Luftdruck und nicht wie die Handys auf GPS. Klar, meine, mit dem Handys haben wir da den Punkt sicher auch die richtige Höhenangabe, aber jetzt schauen wir mal nach oben. Da ist alles in der Vertikale. Da kommt ein neues Handy rasch einmal an seine Grenzen, wie einfach bis das nicht mehr genau bestimmen kann. Es wäre noch möglich mit einem teuren GPS-Gerät, das auf verschiedene Methoden zurückgreift, aber das Handy ist dann einfach sehr ungenau. Haben wir da extra einen Helm aufgesetzt, unter dieser Flur. Aber wenn ich die Größe von diesen Gesteinsbrocken anschaue, ja, dann ist es eher ein bisschen sicher, eine falsche Sicherheit. Machen wir schnell, dass wir wegkommen. Da drückt Wasser raus, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Aber laut Höhenmeter sind wir immer noch 60 Meter zu tief und oben fängt der Fels an. Hilfe! Haben wir haben einen sauberen Weg gefunden aus so einer Rille durch. Es tropft überall ab. Es hat viel geregnet. Schau jetzt hier. Der Mecke ist ganz aufgeregt. Da tut sich etwas auf. Ha! Eine Höhle! Juhu! Ha! Ha! Die Aufregung ist gross. Ich zwänge mich durch den engen Spalt in die riesige Höhle. Mal schauen, was uns hier erwartet. Hier innen bietet alles, was eine richtige Höhle braucht. Schöne Versinterungen. Wunderbar. Da wird es eng. Aber schon nach wenigen Metern verrenkt sich das Loch in Mausgrösse. Ja, es ist Höhlenfeeling, aber es ist nicht wirklich eine Höhle. Also man braucht nicht einmal Licht. Können wir schauen, wir hier raus. Das ist eine coole Sache. Ich habe jetzt gerade gedacht, wenn du recht fotografierst, sieht es aus wie in einem riesigen Höhlensystem. Das ist super geil. Schau mal da. Jetzt machen wir da noch ein paar Aufnahmen. Dann schmücken wir das mit dem reisserischen Titel «Waschkräftmecke entdeckt riesiges Höhlensystem». Die halsbrecherische Kletterei haben wir den nächsten Stock erreicht. Da öffnet sich die Kluft, aber mal schauen. So, wir sind jetzt in die zweite Kluft gekommen. Da oben wäre eigentlich da oben wäre sie, glaube ich, aber ich komme da nicht durch. Keine Chance. So, jetzt müssen wir im Duffler sitzen, müssen wir da wieder runter, in Doppelweise. Also ich bin jetzt wieder unten, voll verdreckt. Fazit, ich habe die erste Höhle gefunden, ich komme einfach nicht rein, also in die richtige Höhle. So, im St. Galler Hochland würde man jetzt dem Kuppel sagen. Aber da ist es glaube ich ein Balm. Schön, da wieder auf den ersten Blick. Das riesiges Höhlensystem. Da hat es zwar einen Spalt, nein. Im vorderen Teil soll es auch noch eine Höhle haben, aber ich habe keine Koordinaten. Da hat es ein Trampelpferdli. Das ist immer verdächtig. Folgen wir dem mal. Bingo. Der Trampelpfad führt zum Eingang vom Schiessstand. Das ist vermutlich die längste Höhle, die ich heute noch finde. Ah. Clouds Mountainbike da. Cool. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum nächsten Höhlengebiet. Es war sehr mühsam. Das ist eine wunderschöne Innerschweizer Landschaft. Da vorne ist unser Ziel. Das war total etwas anderes, einfach durch so eine urschweizerische Kulturlandschaft zu laufen. Toll. Jesus ist auch hier daheim. Jetzt hat es aber auch Nesseln, sind aber voller Raupen. Kann man jetzt die nicht essen, aber die Raupen. Das nächste Kräutchen, wilde Thymian.
Pfeffermünze habe ich vorhin gefunden. Es ist im Paradies. Wunderschöne Hochebene hier oben. Also ohne etwas die Höhlen wäre ich jetzt nie da gegangen. Da habe ich ein Orientierungsproblem, wie eigentlich kann ich von unten kommen. So, da vorne haben wir jetzt ein Hütchen mit einer Höheangabe. 1252. Ja, stimmt etwa. Gut. Auch wenn es mich jetzt weiterzieht, muss ich erst eine Pause machen. Ich mag nicht mehr, jetzt bin ich so lange unterwegs und das Kletter war auch sehr streng. Es gibt Wurst, Käse und Brot aus dem Dorfladen. Man muss die regionale Wirtschaft unterstützen. Gute miteinander. Mm. Jetzt machen wir dann mal wirklich so einen sensationellen Panoramablick, bevor es richtig losgeht. Schauen wir mal. Ja. So, wir sind jetzt wieder auf dem Mappenweg. Ich bin viel zu hoch gewesen, auf dem falschen Kamm. Und ja, Scheitern gehört halt dazu. Man sieht in diesen YouTube-Filmen immer, zwar es klappt immer alles, geht nicht mehr gut. Jetzt bin ich gescheitert. Schauen wir mal, ob wir unten noch den Ort finden, wo es hochgeht. Musst du dir mal die Alpweide anschauen. Blanke Felsen, nur ein bisschen Gras drüber. Krass, ich bin wieder ein bisschen zuversichtlich. Jetzt habe ich zwei Ablaufrillen gefunden. Bin ich nur noch ein bisschen zu tief. Jetzt muss ich noch also das ist sie noch nicht, aber ich schmücke sie. Also ich glaube, sie ist näher. So, sieht da schon noch karst aus. Geheimnisvolle Markierung im Felsen. Das bedeutet ja, da wieder ein haarsträubendes Weg runterkommen. Jetzt haben wir hier eine schöne Flur. Und das jetzt eigentlich sein. Ominöse Zeichen. Plus 4. 4 Meter oben. So, jetzt habe ich eine gefunden. Juhu! Also wenn ich da nicht reinkomme, ist mir schleierhaft. Ja, schauen wir nachher nochmal. Meine ganze Hoffnung beruht jetzt auf dem Juwel da. Schauen. Ah, leck dort oben. Kannst wieder mit dem Schuhlöffel durch. Ja, also, ja, doch. So, wir sind jetzt da hochgekommen. Und jetzt eröffnet sich da der Eingang zu einem riesigen Höhlensystem. Wow! Mega, hey. Mega! 4 Meter! Da hinten ist sie fertig. Nein! Der Mecca ist voll ausgerüstet, um hier in die tiefen Höhlen reinzukriechen. Ja, cool. Aber weisst du, die Länge spielt doch keine Rolle. Hauptsache, wir haben sie gefunden! Juhuhu! Ha! Da habe ich schon gemeint, dass es für heute war. Aber da eröffnet sich uns noch mal eine. Sieht schön eng aus. Ja, 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 ja. Aber verdammt nass. Und dann läuft Wasser rein. Gehen wir noch ein Stück rein. Also, da kommt Wasser raus und hinten tönt es ein bisschen hohl. Ich habe mich jetzt eigentlich nicht unbedingt Lust, den Schlitz hinterher zu wängen. Ich bin allein und es ist eng. Aber hinten tönt es schon noch ein bisschen mehr. Das ist hier ein faszinierendes Felsband. Oben sieht es aus wie eine Höhle. Jetzt muss ich noch mal schauen. Also, da eröffnet sich jetzt uns etwas mega geiles. Da ist ein Wasserfall drin. Das ist auch nicht unbedingt eine riesige Höhle. Aber die Quelle ist mega, mega. Hey, so geil. So schön. So, da oben läuft sie schon noch ein bisschen weiter. Ja. Aber sie ist eng. Und hier kommt der Wasserfall raus. Und da unten ist dann schon wieder der Ausgang. So! Wow! Frisches Quellwasser! Wunderschönes Gelände gewesen. Ich muss jetzt hier weg von dieser Wand und dem Bach. Hier hinten ist felsig und steil. Bahnen wir uns da den Weg durch den steilen Wald. Heck, wir am Arsch, das ist steil. So, wir sind jetzt einmal in dieser schönen Höhle zurück. Also das Geilste ist, was da passieren kann, ist, du bist 150 Höhenmeter tiefer und merkst, dass deine Taschenlampe noch in der Höhle oben liegt. Mega, super. Juhuhu. Jetzt findet doch der Mecca noch am Morcheln. Seine erste Morchel, leider vergammelt. Scheiße. Am Abschied noch mal einen wunderschönen Blick auf die Kalksteinwand. Super. So, wir sind jetzt wieder im Tal unten. Es war eine super Tour gewesen. Wir haben also wunderschöne Sachen gesehen. Aber es ist eins zu viel gewesen. Also ich habe es ein bisschen übertrieben. Jetzt bin ich wirklich froh, wenn ich da unten bin und kann ins Bett liegen.
Also, ja, wenn ich jetzt da die Höhlen gesehen habe, dann finde ich da unsere Nagelfluhhöhlen gar nicht mehr so lächerlich. Sicher hat es da auch grosse Höhlensysteme, aber der grösste Teil sind da einfach nur so Löcher, wo das Wasser ein bisschen rausläuft. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.